Willkommen zurück in den Slums von Sektor 5 und damit recht herzlich willkommen bei Final Fantasy 7. Wir haben in der letzten Folge die Materia Shiva erhalten. Das haben wir hier bei Shadley erledigt. Dazu haben wir eine VR-Mission gestartet, wo wir gegen Shiva kämpfen mussten und da habe ich auch Ifrit eingesetzt und am Ende sind wir dann siegreich aus dem Kampf hervorgegangen. Leider kann ich hier noch keine Nebenmission absolvieren, aber wir müssen jetzt erstmal zurück zu Aeris. Die befindet sich ja noch am Helmchenhof und ich denke mal, dass wir dann bald auch einige Nebenaufträge hier in den Slums von Sektor 5 erledigen können. Ist was passiert? Ja, da wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums. Hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist eine Nummer. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay. Hier lang. Aeris ist auch jetzt wieder der Gruppe beigetreten und ich weiß, was das für ein Mann im schwarzen Umhang ist. Das ist ein Anhänger der nihilistischen Wesen, aber näher will ich darauf noch gar nicht eingehen. Das werden wir alles noch im Lauf der Geschichte erfahren. Sowas würde ich gern nochmal machen. Du willst doch nur wieder ins Fernsehen. Oh, der kleine Mann wäre fast gestolpert. Hier hinter haben die Kinder ihr Geheimversteck. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Mugi! Da bist du ja! Ich habe Aeris mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Kommt ihr beiden, beeilt euch. Hier sind sie rausgelaufen. Seid vorsichtig. Alles klar, Kurzer, machen wir. Wir geben auf uns Acht. Wo sie wohl hingelaufen sind? Kinder sind unberechenbar. Wir drehen am besten jeden Stein um. Ist gut. Beeilen wir uns. Es hat schon wieder Kampfmusik eingesetzt. Ja, ist das toll. Wir wissen, was das heißt. Gleich müssen wir uns wieder einigen Monstern stellen. Das ist jetzt hier das unerschlossene Gebiet der Pfad des Mutes. Bleib zurück! Fällt dir im Traum nicht ein! Komme schon! Ich würde ganz gerne mal was ausprobieren von Aeris. Und zwar würde ich ganz gerne Vision ausprobieren. Aber irgendwie können wir das noch nicht anwenden. Warum auch immer. Vielleicht müssen wir diese Materie auch Cloud geben. Ich weiß es noch nicht ganz. Aber wir machen mal Subspirit. Und zwar auf... Na gut, das sind ja alles die gleichen Gegner, oder? Machen wir mal auf den Igelfloh da hinten. Leist du mir das mal kurz? Immer in Bewegung bleiben. Los! Verdammt, die haben ja einen Heiltrank gestohlen. Der ist für dich! Das hat geklappt. Haben wir den Heiltrank auch wieder zurückbekommen, Aeris? Das ist meine größte Sorge. Ja, ich weiß immer noch nicht, warum ich die Materia von ihr nicht nutzen kann. Und zwar geht es um diese Materia. Kann sie das nicht anwenden? Ansonsten gebe ich das Cloud. Aber was nehme ich dafür raus? Wir haben ja bald den Ausweichrundumschlag auf Maximum. Dann tausche ich den mal aus. Ich würde ganz gerne diese eine Materia ausprobieren. Da hinten sind weitere Monster. Das ist mein Job.
Für mich gibt's auch was zu tun, oder? Natürlich, wie immer. Flieg! Flieg! Das war abzusehen. Wie immer, Cloud. Ich habe nichts anderes erwartet. Warte mal, Aerith. Ich möchte mich hier vorne noch umschauen. Hier ist nur noch ein Weg. Hier ist nämlich noch ein Behälter. Ein Megatrank. Aber das war's. Ich hoffe, wir können auch bald zurück in die Kirche von den Slums von Sektor 5 gehen, denn dort liegt auch noch mal eine Materia. Keine Aufmerksamkeit. Machen wir nicht. Warum, Cloud? Oh nein, da hinten ist schon wieder so ein Smogger. Da fällt mir gerade ein, ich habe ja in der letzten Folge bei Chatley auch neue Materia bekommen. Erstmal würde ich ganz gerne die hier ordnen. Achso, die sind generell nach Standard geordnet. Wir haben jetzt auch schon Stelen und wir können bestimmt von bestimmten Gegnern sehr tolle Sachen stehlen. Den ATB-Boost, den würde ich auch noch ganz gerne aufladen, aber der drückt enorm die Gesamt-TP, wie ich gerade sehe. Arrow haben wir hier auch bekommen. Provozieren haben wir auch bekommen. Das haben wir alles von Chatley. Genau wie effizientes Blocken. Aber dafür brauche ich natürlich auch erstmal ein paar mehr Materia-Slots. Nicht meine Schuld! Ja. Das. Genug! Und los! War okay. Cloud, ein wenig mehr Enthusiasmus, wenn ich bitten darf. Gleich erledigt. Aber nur, wenn ich dir helfe, klar? Tschüss. Das sollte reichen. Das war knapp. Los! Es ist aus. Wir müssen schnell etwas tun. Mach ich. Ja, ja, mach mal. Aber ich möchte mich hier nur umschauen. Aerith will immer gleich so schnell wegrennen und vorbeirennen und vorrennen. Oh, hier liegt ja ein Smogger. Ja, der steht bestimmt nochmal auf. Bei dem Smogger würde ich ganz gerne nochmal Analyse anwenden. Hatte ich das schon bei dem Eagle-Flow gemacht? Ich glaube, ja. Auf Nummer sich. Alles klar, der hat Schwäche Blitz. Aber das haben wir, glaube ich, nicht drin. Was steht da? Wenn du ihn triffst, während er Smog-Amok ausführt, wird er schockanfällig. Blitzelementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste. Wir haben auf jeden Fall nicht Blitz. Und Aerith hat das 100% auch nicht. Nee, die hat Eis und Vita. Nichts überstürzt. Überlass das mir. Weg los. So, genau her. Ab mit dir. Jetzt hätte ich ihm mit Blitz ordentlich Schaden zufügen können und natürlich auch in Schockzustand versetzen können. Ich mach mal nochmal Sturm. Cloud, du solltest dich mal heilen. Wenn nicht, mach ich das mal. Los, geben wir alles.
Zeit. Mach die mal. Nimm das. Bleib weg. Na verdammt, da kommen ja immer mehr. Was soll das? Das sollte reichen. Genug. Verdammt, 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 Eris. Übertreib's nicht. Wir sollten das aber auch nicht übertreiben, Cloud. Wir sind vergiftet, verdammte Axt. Ich geb nicht auf. Oh, da ist noch ein Smogger am Start. Nein, jetzt sind sogar zwei. Die immer mit ihrem blöden Giftatem. Ich gehe mal in die Offensivhaltung. Was? Zu nachlässig. Ah, verdammt, da ist er. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich habe nicht gesehen. Nee, nee, so wird das nichts. Ja, ja, Cloud, ich weiß. Nein, verdammt, wir können keine Magie ausführen. Ich brauche einen Echo-Schirm. Ich glaube, das war's. Noch nicht ganz, Eris. Ich heile dich jetzt. Aber eigentlich könntest du doch auch Gebet auf uns sprechen. Verdammt, verdammt, Eris. Bitte nicht draufgehen. Ich muss mich erstmal heilen. Das sollte reichen. Eris geht gleich drauf, ich ahne das schon. Okay, sie hat nur noch ein TP. Jetzt sind wir wieder im Game. Jungs, wartet mal. Jetzt habe ich Schwertsturm am Start. Verdammt! Muss das beenden? Ja, ja, Cloud. Müssen wir. Können wir. Aber irgendwie haut das gar nicht hin. Jetzt erst recht. Ich gehe jetzt in die Offensivhaltung. Volle Kraft! Wir wären eigentlich ein paar Mal schon gestorben. Wir waren immer auf 1 TP runter. Durch den Giftschaden. Warte! Pass auf! Hier ist alles total bröckelig! Bestimmt wegen der Reaktorexplosion. Ich gehe. Kommt! Danke. Du bist echt cool. Also, gehen wir zurück. Das machen wir. Aber haben wir hier noch was auf der Ebene? Ich sehe hier nichts. Nee, wir können direkt zurückgehen. Bringen wir die Kinder sicher nach Hause. Und ihr dürft nicht vergessen, Kinder, ihr müsst auch immer schön euren Spinat aufessen. Dann werdet ihr so stark wie Cloud.
Bleib lieber hinter mir. Klar, ich teile von hier aus. Paracke! Los geht's! Das sollte reichen. Los! Es ist vollbracht! Werde ich auch Soldat! Das kann man aber nicht so einfach. Stimmt's, Cloud? Ich schaff das bestimmt, oder, Cloud? Die Kinder haben dich echt gern. Das war echt toll! Usch. Usch. Ja, richtig klasse! Schwusch, schwusch! Das geht so! Usch. Usch. Kapiert? Hä? Du machst das viel zu langsam. Schwusch, schwusch! Dann halt wusch! Und dann schwusch! Nein! Erst schwusch, dann wusch! Nicht wahr, Cloud? Stimmt's, Cloud? Die Kleinen sind echt niedlich. Komm hierher! Tifa, warte doch! Tifa! Tifa! Tifa? Tifa? Was ist los? Nichts. Tifa, ist das etwa deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Cloud tut sich generell damit schwer, Sachen zu erklären. Im Moment jedenfalls noch. Der findet mich nie. Niemals. Was? Wer findet dich nicht? Ach so, die spielen hier Verstecken. Okay, dann schleichen wir uns weiter. Wollen wir die Kinder nicht stören. Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Na, das ist ja nett. Dankeschön. Eine weitere Mokri-Medaille. Na gut, lass mal die Kinder mal spielen. Keine Angst, euch passiert nichts. Warte! Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein... Reunion. Du hast nichts zu befürchten. Ganz ruhig. Sieh mich an, Cloud. Eris. Sagt dir Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Hey. Vielleicht bin ich die Gestalt aus der Sage, die... Ich kann nicht so schnell. Wie geht es nochmal weiter? Hey, Cloud. Bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Ich hab schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Kommt doch ab und zu mal vorbei. Das machen wir gerne. Und da hat jemand einen Nebenauftrag und da hat jemand auch ein Mogri-Kostüm an. Ich hab's euch gesagt, in jedem Final Fantasy Teil kommt ein Mogri vor, egal in welcher Form. Und hier haben wir einen neuen Auftrag. Sind auf der Karte jetzt noch andere Aufträge verfügbar? Ja, auf jeden Fall.
Zwei weitere gibt es noch. Ach, das ist ein Händler, oder wie? Hier steht ein Grammophon. Immer wenn hier ein Grammophon ist, können wir auf jeden Fall eine Schallplatte kaufen. Guck mal, ein Mogri! Ihr könnt mich sehen, Kupo? Dann müsst ihr auserwählt sein. Und in dem Fall... Willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Mogi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mok, dem Mogri? Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mok. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mok und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mogris können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Und warum kann ich dich dann sehen? Dazu... habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mogri-Medaillen eintauschen, Kupo. Aber erst musst du meinem Club beitreten. Kupo, das machen wir. Wundert euch nicht, warum der kleine Mann immer so oft Kupo sagt. Das haben die Mogs immer gemacht. Das hat einfach Tradition. Mogshop-Mitgliedsausweis. Den kaufen wir uns mal. Das ist ein Mitgliedsausweis für Moggis Laden. Im Geheimversteck in den Slums von Sektor 5. Befugt zum Einkauf mit Mogri-Medaillen. Hier können wir endlich die Medaillen einlösen. Ich habe mich schon gefragt, wann wir das endlich machen können. Komm vorbei, wenn du Mogri-Medaillen hast, Kupo. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Moggi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mogri. Verstehe. Wie Mok in der Geschichte. Weiter so. Alles Könner. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na. Warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Wir gehen mal zum Laden. Wir haben ja ein paar Mogri-Medaillen. Die können wir jetzt auch mal einlösen. Kundschaft, Kupo. Wir können uns eine weitere Schallplatte holen. Und zwar das Gold Saucer-Musikthema. Für zwei Medaillen kriege ich ein Äther. Naja, 14 Stück habe ich ja. Oh yeah. Das ist ja geil. Das ist eine neue Waffe für Aris. Ein liebevoll gearbeiteter Stab mit Ornamenten, die das Zaubern erleichtern. Da geht jetzt natürlich ein bisschen der Magieangriff runter, aber dieser neue Stab hat natürlich auch eine neue Fertigkeit für Aris und daher kaufen wir uns den auch mal. Das hier brauchen wir nicht unbedingt. Füllt zwar die ATB-Leiste bei Kampfbeginn leicht auf, aber ist jetzt nicht so von Dringlichkeit. Erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger, wenn der TP-Wert bei 25% oder weniger liegt. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ein Schlüssel, mit dem die Tür zum Friedhof der Slums in Sektor 5 geöffnet werden kann, den kaufe ich mir. Ist ja toll, dass wir den jetzt hier finden. Einführung in die Schwertkunst, Band 1. Eine Einführung in die Schwertkunst, mit der sich Clouds Waffenpunkte vermehren lassen. Oha. Das ist für Barrett. Das ist für Tifa. Wir können für jeden das kaufen. Für jeden der vier Charaktere natürlich. Ich kaufe das erstmal für Cloud. Und dann... ja, ich weiß nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall Aris mit am Start. Aber wir haben ja nachher auch Tifa und Barrett wieder mit am Start. Ich hebe mir die Punkte wahrscheinlich erstmal auf. Oder wir holen das für Aris. Ja, wir holen das erstmal für Aris. Danke für deinen Einkauf, Kupo. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut.
Cloud, sei doch nicht immer so verkrampft. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo. Oh nein, dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Viel Erfolg, Kupo. Wir kommen auf jeden Fall zurück, wenn wir wieder welche haben. Ich habe eigentlich gedacht, dieses Waffenhandbuch vermehrt dauerhaft irgendwie unsere Waffenpunkte. Aber da kriegen wir, wenn wir das gekauft haben, nur einmal 10 Waffenpunkte dazu. So habe ich das jetzt gedeutet. Aber wir können ja sowieso die Mogri-Medaillen nur bei dem kleinen Mann hier ausgeben. Von daher ist das völlig egal. Hier sind unsere ganzen Schlüsselobjekte. Hier können wir jetzt die Tür zum Friedhof der Slums in Sektor 5 öffnen. Das war auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich mir das gekauft habe. Ich habe ja jetzt noch diese Waffenpunkte bekommen. Die setzen wir auch gleich mal ein. Erstmal machen wir das bei dem Panzerschwert. Ein neuer Waffenkern wurde freigeschaltet. Was kann der denn? Ein zusätzlicher Materia-Slot. Und der hier, der hat auch einen zusätzlichen Materia-Slot. Schalten wir hier erstmal was frei. Da haben wir's. Hier kann ich jetzt leider nichts mehr freischalten, da jede Fertigkeit 8 Punkte kostet. Aber wir können bei der Eisenklinge noch was erweitern. Und auch hier wurde ein weiterer Waffenkern freigeschaltet. Die ersten beiden haben wir ja schon komplett auf Maximum. Hier könnte ich nochmal TP-Maximum erhöhen. Beim letzten Kern könnte ich einen weiteren Materia-Slot mir aneignen. Das ist auf jeden Fall echt von Vorteil. Das mache ich jetzt mal. Denn ich brauche unbedingt Materia-Slots. Leider gibt es beim Panzerschwert nicht so wirklich Materia-Slots. Dann hätte ich das Schwert wieder reingenommen. Ach so, ich habe jetzt einen Materia-Slot beim Panzerschwert freigeschaltet. Jetzt verstehe ich das erst. Alles klar, okay. Aber ihr dürft ja nicht vergessen, auch wenn es verschiedene Waffen sind, die dann auch für sich selber Materia-Slots haben, die Gesamtattribute kommen ja im Endeffekt dem Gesamtstatus des Charakters zugute. Was haben wir denn hier drüben noch? Schaden von normalen Angriffen. Ja, das können wir mal erhöhen. Mehr geht hier leider nicht. Und dann können wir bei Cloud natürlich auch noch eine weitere Materia ausrüsten. Was mache ich jetzt da rein? Das ist die Frage. Ich könnte Blitz verwenden, weil ich brauche das eigentlich ab und an mal und immer, wenn ich das gerne hätte, dann habe ich es nicht. Aber ich würde auch ganz gerne das hier verwenden. Das ist sozusagen ein kleiner Buff. Oder er verdoppelt jedenfalls kurzzeitig die ATB-Leiste, aber ist auch nur von kurzer Dauer. Doch ich wollte ja auch diesen einen neuen Zauber hier mal ausprobieren. Visioner, den hat ja Eris. Wir machen das mal bei Eris raus. Erstmal geben wir ihr noch die neue Waffe. Oh, die ist ja schlechter. Obwohl, die hat ja noch 55 Waffenpunkte. Aber ich muss die erstmal schnell verbessern. Ich hoffe, die Waffe ist im Endeffekt besser. Hier haben wir erst 2 Waffenkerne. Magische Attacke erhöhen wir auf jeden Fall erstmal. Ein weiterer Materia-Slot, immer her damit. Maximum MP, auch sehr von Vorteil. Und natürlich noch das TP-Maximum. Jetzt haben wir noch 23 Punkte. Eventuell reicht das sogar für den kompletten Waffenkern. Nee, reicht es nicht. Jede Modifikation kostet hier 10 Punkte. Was mache ich denn am besten?
Zwei Sachen könnte ich machen. Oder ich heb mir das noch auf. Das erhöht ja den Schaden von den verschiedenen Elementen. Ich hebe mir die Punkte noch auf. Dann gebe ich jetzt Aris noch die neue Waffe, die ein klein wenig besser ist, aber dadurch verlieren wir halt ein wenig mehr physische Abwehr. Aber wir wollen ja diese Waffe nutzen, damit wir Macht der Unschuld bekommen. Rechts wird sie eingeblendet. Führt einen magischen Flächenangriff auf Gegner im Wirkungsbereich aus. Das kann sie dann auf jeden Fall auch. Und wir können sie jetzt auch mit einer Beschwörungsmaterie ausrüsten. Und ich gebe der guten Aris mal den Ifrit an die Seite. Habe ich jetzt bei Cloud? Nee, habe ich nämlich nicht. Ich habe ja noch keine Materie ausgewählt. Dann nehmen wir mal Blitz noch mit rein. Vielleicht doch was anderes. Ich weiß nicht so recht. Stehlen ist sicherlich auch toll. Das können wir aber nicht leveln, das ist schon auf letzter Stufe. Ich möchte unbedingt mal Vision ausprobieren. Ich muss das einfach mal ausprobieren. Das werde ich jetzt tauschen bei Aris. Das nehme ich hier raus. Dafür bekommt sie noch... Was hat sie denn an grüne Materie? Frost hat sie und Heilung. Dann gebe ich ihr noch Gewitter. Und Cloud kriegt dann, wie gesagt, Vision. Ich möchte das ausprobieren. Ja, dann sind wir erstmal ganz gut gewappnet. Auf der Karte haben wir, wie gesagt, jetzt noch zwei weitere Nebenmissionen. Vielleicht haben die Händler ja noch was Neues. Schauen wir uns da mal um. Hat Chatley noch neue Infos für uns? Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Nee, er hat keine weiteren Infos und auch keine weiteren Materia. VR-Mission hat er auch nicht. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Das glaube ich dir, Chatley. Naja gut, das sollte erstmal für diese Folge reichen. Wir haben ja ein bisschen was geschafft und in der nächsten Folge gehen wir dann die beiden Nebenmissionen an, die sich hier in den Slums von Sektor 5 befinden. Ich bedanke mich bei allen Leuten fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Remake findet oder teilt eure Erinnerungen mit dem Originalspiel mit mir. Würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's nahtlos weiter in den Slums von Sektor 5.